Hallo und herzlich willkommen zu Studio 3, live aus Babelsberg. Heute mit zwei echten rheinischen Frohnaturen. Einer davon ist eine Musiklegende. Ich bin's nicht, sondern der großartige Wolfgang Niedeken ist bei uns. Und wir haben da noch so ein kleines Top-Angebot für Sie. Sie können nämlich einen See ersteigern, der mal in dem Franziska Giffey mal gebadet hat. Jetzt aber erstmal, ob ihr passt, et geht los mit ihm. Wolfgang Niedeken, ein Kölsch-Jung durch und durch. Vor 71 Jahren in seiner Stadt geboren, ist er seit Jahrzehnten weit über Kölns Grenzen hinaus eine Institution. Als Gründer und Frontmann von BAP, der ersten Kölsch-Rockband, schreibt Niedeken musikalisch Geschichte. Engagiert sich, wo immer Hilfe gebraucht wird, positioniert sich politisch. Zeitgeist zum Monster mutiert, erntet jetzt, was ihr seid. Die Leisen kann er genauso wie die lauten Töne, wie sein großes Idol Bob Dylan, auf dessen Spuren er die letzten Jahre wandelt. Immer begleitet von Hund Numa und seiner großen Liebe, seiner Frau Tina. Und da ist er, der Kölsche Jung. Ja. Herzlich willkommen. Ich finde super. Endlich mal was. Ja, ich freue mich sehr. Ja. Hund Numa ist dabei und Frau Tina, die ja, sind ja, drüben. Ja, klar, logisch. Wir sind ja eigentlich immer so als Familienbetrieb unterwegs. Immer unterwegs, ja, ja, immer dabei. Ja, ja. Ist Ihnen auch ganz wichtig? Ja, klar, logisch. Sonst ist das alles so fremd irgendwie. Man hat ja jahrelang, habe ich das ja gemacht, dass Familie war zu Hause, aber jetzt sind die Kinder halt alle aus dem Haus. Zwei leben übrigens in Berlin. Ja. Und warum soll meine Frau zu Hause sitzen? Wir können auch so viele Sachen zusammen machen. Also ganz viel, ist ja Fotografin, hat diese ganzen Sachen auch fotografisch begleitet und ja, auch ganz viel mit dem Organisatorischen und so. Das ist schon super. Also, beide sind dabei und vielleicht kommt dann auch später noch mal die Numa vorbei. Mal schauen wir mal. Schauen wir mal, was da passiert. Die beiden sind Ihnen ganz wichtig. Was Ihnen auch immer sehr wichtig ist, Herr Niedeken, ist, das haben wir auch schon gesehen im Gästeclip, eine klare politische Haltung. Wie ist es gerade in diesen Zeiten? Wie geht es Ihnen damit? Ja, also das, was da in der Ukraine passiert, das ist wirklich einfach, das ist zum Kotzen, dass das wirklich passiert. Das ist, ich bin ja Nachrichtenjunkie, ich gucke ganz viel Nachrichten, lese ganz viel Zeit. Und wenn ich diese Bilder sehe, dann schnürt es mir den Hals zu. Das ist so furchtbar. Das ist so eigentlich auch ist es unglaublich. Ja, viele nutzen ja auch, also nutzen die Bühne und machen jetzt auch Veranstaltungen. Haben Sie irgendwas geplant? Nein, wir werden jetzt am Montag anfangen zu proben, weil wir wollen ja endlich auf Tour gehen. Und dann auf der Tour tun wir das, was wir am besten können, also dagegen ansingen beispielsweise. Ist das das, was ich auf Instagram gesehen habe, so ein Benefiz-Sampler auch, der da geplant ist? Ja, da sind wir drauf, da haben wir die Nummer Ruf und Sturm haben wir da freigegeben. Das ist da ganz schnell gestrickt, wo soll Geld mit erspielt werden. Ja. Natürlich auch die ganzen Aktionen, die jetzt laufen, sind natürlich dafür angelegt, dass man die Solidarität auch zeigt, dass man das auch zusammenhält, dass das auch jetzt nicht aufgesplittert wird, dass man wirklich dagegen steht. Und dagegen ansingt. Ja, ja, das ist genau der Benefiz-Sampler und dann alle Erlöse gehen dann an einen Verein, der sich für Hilfskonvois und Unterkunftsvermittlungen einsetzt. Und es ist ja auch nicht Ihr erstes politisches Engagement. Nee. Wolfgang Niedeken hat das schon in den 90ern gemacht, als Rassismus irgendwie für viele noch gar kein Thema war, obwohl dort Flüchtlingsheime brannten. Wir haben den Ausschnitt von diesem Riesenkonzert. Arsch hu, zeng auseinander. Wahnsinn. Ja. Das ist jetzt 30 Jahre her. 30 Jahre. 9. November. 9. November 1992. 100.000 Menschen waren da, ne, in Köln. Oh, mein Sohn Severin. Da haben Sie sich damals schon für eingesetzt. Das war nach diesen schlimmen rassistischen Übergriffen Rostock, Lichtenhagen.
Was wollten Sie da erreichen mit diesem Konzert? Ja, das war, wir haben uns damals getroffen, also die Kölsch-singende Szene, wir haben uns getroffen, was können wir machen? Und natürlich ist man auch da ratlos, dass sowas passiert. Aber das ist jetzt 30 Jahre her. Also, es sind immer wieder Situationen, die einen ratlos machen. Wir haben gesagt, komm, wir wollen den Kölnern eine Gelegenheit geben, sich dagegen zu positionieren. Und am besten machen wir das mit einem großen Konzert auf dem Klobigplatz, da wo ich auch aufgewachsen bin. Und um die Bühne zu finanzieren, haben wir dieses Lied aufgenommen. Das ist sehr gut verkauft worden. Die ganzen Kölner Medien haben auch zusammengearbeitet. Das wurde, kriegt auf einmal einen unheimlichen Schub. Und dann haben wir dann die Bühne mit dieser Platte finanzieren können. Haben gehofft, dass 20.000 Leute da hinkommen. Ja, und es sind über 100.000 gekommen. 100.000. Und Arschhoch, zäng auseinander heute. Wofür? Wofür soll man heute den Arschhoch kriegen? Ja, heute muss man vor allen Dingen für Ukraine, damit das friedlich, friedlich ist gut, damit das irgendwie schnell zu einem Ende kommt. Und eben auch jetzt nicht überreagieren, dass man jetzt auf einmal den Scharfmachern ins Netz geht. Ja. Verstehe das. Ich bin 6 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Demnach war ich bei der Kuba-Krise 11 Jahre und das hat mich als kleinen Jungen wirklich sehr, sehr geängstigt. Also ich wusste, ich war in einem Internat in der Eifel und wir durften wenig Kontakt zu unseren Eltern haben. Ich habe dann aber einen Brief geschrieben mit allen unfrankierten Briefmarken aus meiner Briefmarkensammlung, egal aus welchem Land sie waren, frankiert und bin dann ohne die Erlaubnis dafür zu haben, zum Briefkasten gegangen, also, und habe den Brief eingeworfen und ein netter Postbote hat den anscheinend meinen Eltern zugestellt und ich habe darin geschrieben, dass ich Angst habe, wenn diesen Krieg losgeht, dass ich dann alleine da bin und dann sind meine Eltern aber sofort gekommen und haben mich beruhigt und gesagt, also wenn das losgeht, wir werden das zusammen dann. Und dann war ich beruhigt. Also, aber als kleiner Junge ratlos so einer Situation ausgesetzt zu sein, das ist natürlich gar nichts gegen das, was die Kinder jetzt momentan in der Ukraine erleben müssen. Also wenn ich die sehe in den U-Bahn-Stationen in diesen, da wo die Bomben da tatsächlich eingeschlagen sind, in diesen Kinderheimen teilweise, das ist ganz, ganz furchtbar. Haben Sie diese Erlebnisse denn auch, was Sie gerade beschreiben, auch so politisiert dann auch so für BAP, weil es ist ja jetzt nicht nur Kölsch und Rock? Nee, letztendlich schon. Also, dass wir, also meine Generation politisiert wurde, das war in erster Linie durch den Vietnamkrieg, den wir dann tatsächlich mitgekriegt haben. Wir waren plötzlich nicht mehr der Meinung unserer Väter. Bis dahin war ja immer, Papa, was meinst du, was ist da? Und bei Vietnam war dann irgendwann klar, der meint was anderes als wir. Und dann haben wir versucht, uns selber zu informieren. Und dann wurden wir dann tatsächlich politisch, wo wir uns dann auch engagiert haben. Aber das sind längere Schritte. Aber auch bei BAP dann durchaus politische Texte. Ja, ich bin immer ein politischer Mensch gewesen. Ich schreibe über alles, was mich umtreibt. Also alles ist Material letztendlich. Und, wir sind natürlich keine Politrock-Band, die jetzt irgendwie Politrock bevormundet. Ich will keinen bevormunden. Also, es geht um Poesie. Das kann man auch sehen an einem der größten Hits. Der ist im wahrsten Sinne des Wortes, macht seinem Namen alle Ehre. Das ist verdammt lang her. Ja, verdammt lang her. Ja, verdammt lang her, ist 40 Jahre her. 40 Jahre, ja. Ich habe da so meine Erinnerung, ich habe ja in Köln studiert, Studentenpartys, es lief MC Hammer und genauso verdammt lang her von BAP. Ja. Das war kein Widerspruch, sehen Sie es auch so? Das ist da klar, also ich singe halt Kölsch. Das ist aber, wenn ich woanders geboren werde, würde ich wahrscheinlich den entsprechend anderen Dialekt singen. Also ich habe keine Lust, irgendwie mir eine Sprache so aufbefehlen zu lassen. Aber wie sehen Sie den Erfolg von BAP? Das ist ja nicht nur irgendwie eine Musik, die über die Grenzen, das ist ja eine Musik, die über die Grenzen auch so erfolgreich war. Und das ob Kölsch.
Wie kommt's? Ja, das hat sich so ergeben. Also wie sich vieles in meinem Leben ergeben hat. Also, dass wir mit Bab angefangen haben, man musste uns überreden, aus dem Proberaum rauszukommen. Wir wollten gar nicht auftreten. Man hat Warum? Uns überredet. Ja, weil wir wollten einmal in der Woche einen Kasten Bier leer proben. Mehr hatten wir nicht vor. Einfach nicht die Bühne einfach so. Ja, und dann kam jemand. Jemand, mit dem ich zusammen studiert habe, Malerei studiert habe, und er sagte, wir machen eine Veranstaltung gegen den Bau der geplanten Stadtautobahn. Da müsst ihr unbedingt spielen. Dann haben wir gesagt, ja, also, erstens, wir sind nicht gut, und zweitens, wir haben gar keine Anlage für sowas. Ja, die Anlage besorgt dich und ihr seid super. Und dann haben wir das dann tatsächlich, haben wir uns überreden lassen, und haben wir das gemacht. Und wir dachten, eigentlich können wir das ja öfters machen. Und dann kam das so, und dann kam ein Jahr später, jemand hat angeboten, eine Platte aufzunehmen. Ja, okay, dann machen wir eine Platte, so. Da haben wir aber immer noch nicht gedacht, dass das länger dauern würde. Ja, und jetzt sind es 45 Jahre. Und Sie hatten es ja auch gerade irgendwie anklingen lassen. Musik war eigentlich gar nicht der Plan, ne? Sondern Nein, Malerei? Ich hatte mein Examen gemacht und ich war eigentlich dabei. Ihr Examen in Malerei? Ich habe Malerei studiert. Und ja, und ich war eigentlich dabei, als bildender Künstler mein Leben in den Griff zu kriegen. Und es ging auch ganz gut. Dann kam der Zivildienst dazwischen, Gott sei Dank, übrigens in dem Fall. Weil das hat mich wieder schön geerdet. Sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwann im Elfenbeinturm gelandet. Aber Essen auf Rädern und mit alten Herrschaften nachmittags, das hat mir auch ganz viel gegeben. Das war schon. Und dann ist es doch die Musik geworden. Alles Gute. Wir waren uns einig, wir waren beeindruckt von den jungen Musikern. Ja. Was haben Sie denn in dem Alter gehört für Musik? Wie alt waren die? Also Teenager, ja. Ich denke so Beatles, Stones, ja. Bob Dylan, auch Kings. Auch in dem Alter, wo wir sie jetzt da gerade gesehen hatten, da auf dem Bild? Da. Ja, das war schön. Ich habe ja dieses Glück gehabt, dass ich von den Beatles abgeholt wurde. Ja, also als ich 12, 13 war, ging das auf einmal los, dass plötzlich ganz andere Musik im Radio lief. Und was ist das denn? Und dann wollte man das auch machen. Mhm. Und die Beatles haben mich für Musik interessiert, die Stones. Und dann gibt es aber noch ein großes. Und dann gibt es halt Bob Dylan, der mich für Lyrik interessiert hat. Plötzlich von da an hatte ich es ja wie vorher. Also interessant, das heißt Bob Dylan eigentlich eher die Lyrik zuerst? Ja, ja. Also ich habe Bass gespielt in der Beatband. Weil ich Paul McCartney so toll fand. Deshalb habe ich Bass gespielt. Und dann irgendwann bei einem Auftritt brachte unser damaliger Sänger brachte Bob Dylan die Single Like a Rolling Stone mit, hatte dann aber auch schon den Text rausgeschrieben und hat uns das vorgespielt. Und ich war fix und fertig. Das war ja was ganz anderes. Die Beatles, die Texte waren prima, aber es war jetzt nicht so die Welt. Es war so, also diese Personalpronomen-Songs. So, I wanna hold your hand, she loves you, from me to you, please, please me. Also, und auf einmal waren dann unglaubliche Wortgewitter da drin. Die wir noch gar nicht verstanden. Wir hatten ja eigentlich Latein in der Schule. Wir waren nicht besonders bewandert im Englisch. Aber das war so interessant. Das hat mich richtig reingesogen. Was hat Ihnen da so gut gefallen dran? Ja, das war so. Ich habe das so gemerkt. Das interessiert mich. Ich weiß nicht, was es ist, aber das will ich eigentlich auch machen. Und dann habe ich meinem Freund gesagt, mein Freund Hein, hör mal, du musst jetzt Bass spielen, ich will jetzt auch singen. Deswegen sind Sie Sänger geworden. So Sachen wie der Typ mit der Sonnenbrille halt. Ne? Ja. Und Bob Dylan hat Sie ja auch beeinflusst, neues Album auch. Und auch in den Texten haben Sie ja schon gesagt. Und wir wollen jetzt auch mal hören, Bob Dylan ob Kölsch. Wenn du hinfährst, wo der Nordwind weht, wo an der Grenze, wo nimm ich wieder geht. Blut noch, warte mich. Wo der Nordwind weht. Von welchem Dylan-Song ist das inspiriert? Girl from the North Country. Das war übrigens der allererste Dylan-Song, den ich jemals übersetzt habe. Das war muss so 77, 78 gewesen sein. Haben wir aber noch nie auf einem Album gehabt. Wir haben immer selber genug Balladen gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir es dann endlich auch mal auf ein Album gebracht. Ja. Wunderschön. Macht gleich Lust zu verreisen, finde ich. Diese eigentliche Dylan-Reise war ja...
für Arte, dieser Fünfteiler, wo ich kreuz und quer durch die USA gefahren bin auf Bob Dylans Spur. Und das war unglaublich. Und da fing in Washington an und dann wirklich kreuz und quer über New Orleans. Hibbing, das war eben das Hibbing, wo Bob Dylan aufgewachsen ist. Und es war eine wunderbare Reise. Sehr, sehr, sehr anstrengend, aber ich habe sehr viel mitgenommen davon. Mhm. Und darüber habe ich dann das Buch geschrieben. Und nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, rief dann die Elbphilharmonie an, ob ich nicht Lust hätte, einen Abend zu Bob Dylans 80. Geburtstag zu gestalten. Ja gut, aber dann würde ich dann gerne mit meinem Freund Mike Herting zusammen machen, ein fantastischer Jazzpianist. Okay. Und dann haben wir dieses Programm eingeübt und haben dann gesagt, hör mal, das ist da ein bisschen schade, da nur einen Auftritt mitzumachen. Da sind dann 45 draus geworden. 45. Und am Ende dieser Tournee Wahnsinn. Kam dann irgendwie die Anfrage, gerade von den Fans, halt, das wird es da wohl hoffentlich auf Tonträger geben. Dann haben wir noch einen 46. gemacht, am Silvestertag haben wir das Ding dann nochmal aufgenommen, das gibt dann ja das Album. Also Sie haben sich auf die Spuren von Bob Dylan begeben in die USA. Haben Sie, wie war das dann, Sie haben ja Bob Dylan auch mal persönlich getroffen, wie war das denn dann, diese große Verehrung und dann trifft man sein Idol? Es war sehr natürlich. Das war Anfang der Nullerjahre, war das. Wim Wenders hat einen Bub-Film gedreht, also den Film über Bub. Viel passiert, der Bub-Film. Und dann an einem der Drehtage in Köln spielte Bob Dylan dann abends in der Köln Arena. Und da Wim Wenders den Bob Dylan aus den 70er Jahren noch kennt, der war damals verheiratet mit einer Frau namens Roni Blakely, der hat bei Bob Dylan in der Band gespielt. Die beiden kannten sich, mochten auch gegenseitig ihre Arbeiten gerne. Ja? Und dann sind wir da hingegangen und das ist eine wunderbare Situation, wenn ein Kumpel dem anderen seinen Kumpel vorstellt. Das ist besser, als wenn das irgendwie so ein aufgezwungenes Presseding ist oder irgendwas. Waren Sie auch entspannter? Das war total entspannt. Und ich fand das sehr, 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 sehr familiär. Und das war auch überhaupt nicht, Bob Dylan gilt ja als sehr abweisend, vielleicht auch arrogant, ist er aber gar nicht. Die Sonnenbrille ist, weil er schüchtern ist. Der hat einfach keinen so nah ranlassen, weiß der Teufel, was der macht. Aber da war das ein ganz, ganz normales Gespräch, war sehr, sehr angenehm. Kennt er das Album? Ganz kurz? Vielleicht wird das, also er wird es mit Sicherheit mitkriegen, aber da gibt es natürlich keine Reaktion drauf. Wer weiß. Lassen wir uns, also überraschen. Ich habe in den 90er Jahren mein Album gemacht, Leopardefell, auch mit lauter Dylan-Stücken auf Kölsch. Okay. Und das hat Bruce Springsteen ihm gegeben, das weiß ich. Ah, okay. Naja, mal schauen, was da noch passiert. Wolfgang Niedecken hat noch einen anderen großen Einfluss auf die Musik. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ein Fluss, den Rhein. Da kommen wir gleich drauf. Ja, liebes Publikum, jetzt haben wir hier mittlerweile zwei Stars auf der Couch. Wer ist das denn bitte? Das ist Numa. Numa ist unser Hund. Den haben wir aus Rumänien, aus dem Tierschutz. Und wir haben 2,5 Jahre, glaube ich, gewartet, wieder einen Hund uns zuzulegen, weil der vorige, da waren wir noch nicht über den Trennungsschmerz hinweg. Okay. Und dann irgendwann habe ich mich mit meiner Tochter Jojo verbündet und wir haben dann der Mama das irgendwie klar gemacht, dass wieder ein Hund her muss. Und muss dann, wieder einer her. Und dann gibt es ja im Internet gibt's ja dann so wunderbare Tierschutzseiten, wo man die dann auch... Das war ihm wichtig, dass das sollte ein Hund aus dem Tierschutz sein. Warum? Ja. Ne, das... Das war eigentlich lieber von ersten Blick so. Den wollen wir und Numa, wir haben ihn auch gekriegt. Wissen Sie, was heißt Numa? Ja, es muss wohl in Rumänien einen Schlager gegeben haben. Wir haben das recherchiert, die hieß schon so. Und dieser Schlager war über ein Mädchen, das Numa heißt. Aber Numa muss wohl auch auf Rumänisch auch die Schönheit heißen. Ja, hat er funktioniert. Und Numa ist immer dabei, ne? Numa ist immer dabei. Und liegt halt auch da, ich glaube, im Album kann man es sehen, sogar halt, wenn Sie Lesungen halten. Ja, beim Soundcheck. Bei den Veranstaltungen selber geht es nicht, weil die mag es nicht, wenn Leute klatschen. Aha, ja, was also passiert das ist, die liegt halt bei mir am Schreibtisch. Ach so. Liegt die immer drunter und ist vollkommen normal, wenn wir Soundcheck machen, dass sie dann
da ist. Aber wenn sie dann irgendwie tatsächlich auf die Bühne kommt, wenn die Leute schon drin sind, ist alles okay, solange die Leute nicht klatschen. Und wenn geklatscht wird, dann bellt das Publikum an und macht einen Riesenrabatz, bis die endlich aufhören werden. Okay, haben wir noch nicht erklären können. Und da Sie ja ein großer Star sind, wird ja sehr lange geklatscht. Das kann dann problematisch sein. Wir werden halt heute nicht klatschen. Wir haben ja vorhin den See gesehen. Brandenburg, würden Sie zuschlagen oder kommt dann nichts? Wenn es eine Baugenehmigung gibt. Nee, das ist schon gut. Also die Gegend ist schon klasse. Mhm. Definitiv, gar keine Frage. Aber Sie sind ja mit dem Herzen in Köln und dem Rhein, ne? Verbunden. Ja, also der Rhein hat für mich so eine beruhigende Wirkung. Also mein Arbeitsplatz ist mit Rheinblick. Und ich weiß wirklich, dass wir damals vor mittlerweile 22 Jahren dieses Haus gekauft haben, war entscheidend die Stelle, wo ich von da aus auf den Rhein gucke. Also hier will ich arbeiten, hier will ich meinen Schreibtisch haben. Und das ist merkwürdig, aber ich bin halt am Rhein aufgewachsen und alles, der Rhein ist für mich der Inbegriff von Fernweh. Ich weiß, dieses, deswegen heißt das letzte Bab-Album ja auch Alles fließt, ja, weil vom Rhein aus habe ich einfach auch die Welt entdeckt. Wenn ich auf der Südbrücke stand und habe Richtung Norden geguckt, dann wusste ich, irgendwann ist, dann fängt das Meer an. Und wenn ich Richtung Süden geguckt habe, wusste ich, irgendwann da geht, dann gehen die Alpen los und dahinter ist Italien und dann geht es nach Afrika. Mhm. Und das war also immer. Aber es geht ja auch oft auch jetzt mal an die Spree, ne? Weil die Kinder leben in Berlin. Ne? Ja, das ist also die Töchter leben in Berlin. Die Isis hat uns ja auch zu Großeltern gemacht. Wunderbar. Jetzt haben wir einen zweijährigen Enkel. Ja, Finde auch, Sie haben eine der schönsten Liebeserklärungen gemacht, die man einem Kind machen kann. Und das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Als Prinzessin, Pippi Langstrumpf oder Fee. Gaukel mit einer Zahnspange, hieße gerade Füße im Schnee. Oma Sommer Spaß und ihr Lispelt heißt doch Josie, sorry, mittlerweile Josephine, denn sind wunderschöne Frau. Der Liebe, dort weiß ich ganz genau, Josie, mittlerweile, Josephine. Oh. Ich habe Gänsehaut und Sie sind doch nicht mal mein Papa. Ja. Irgendwie ist angekommen bei mir. Mittlerweile Josephine. Ja, die heißt ja bei uns, die heißt bei uns nicht Josie, sondern Jojo, aber. Wollte nicht im Video sein, aber, ne? Die wollten nicht im Video sein, hat dann die große Schwester gemacht. Was machen Sie denn für einen Papa? Ich war leider nicht besonders oft da. Dafür entschuldige ich mich auch in dem Lied. Also ich weiß nicht, ob ich immer der war, den du dir gewünscht. Aber man hat mir versichert, wäre doch alles okay gewesen. Ja? Ja, mehr oder weniger. Und wir haben ja auch gehört, so vorhin hatten wir dann ein Bild und da haben Sie dann gesagt, oh, da war ja nicht ein Bild, sondern in dem Konzertausschnitt hat man Ihren Sohn gesehen. Da waren Sie auch ganz stolz. Ne? Ja, das ist, das war, also jetzt habe ich noch keine bewegten Bilder bis jetzt von dem gesehen. Und in diesem kleinen Ausschnitt von Aschow war tatsächlich der Severin als Neunjähriger. Ja, bisschen älter jetzt. Ja. Ne? Aber Sie meinten, der könnte als Ihr Double durchgehen, ne? Ja, wenn man die Gesichtszüge nimmt, die Frisur müsste ein bisschen anders sein, aber wenn man die Gesichtszüge genau nimmt, ich weiß, wie der mit 70 aussehen wird. Ja, und bei Wolfgang Niedecken, da geht es im März endlich wieder los, ne? Auf Tour, das war ja auch lange nicht möglich. Am 30. März holen wir den Geburtstag nach, und zwar 70 plus 1. Dann, 70 plus 1, und das war, wie traurig waren Sie da, dass Sie das nicht... Ja, das war schon bitter, aber was willst du machen? Also es gibt Schlimmeres, dann verschiebt man das halt, aber ehrlich gesagt, jetzt momentan so zum Geburtstag feiern ist mir eigentlich gar nicht zumute. Also das wird ein ordentliches
Rockkonzert werden. Und mit allen zeitlichen Umständen, mit allem, was so passiert, wird drin sein. Bisschen Geburtstag feiern wird wahrscheinlich auch sein, aber jetzt nicht so in dem Maß, als jetzt alle ankommen und mich abfeiern. Aber es findet ja nicht irgendwo statt, sondern in Köln, in der großen Arena. Wie wichtig war Ihnen das, dass das halt Ihr 70. Geburtstagskonzert in Köln? Ja, also das war schon klar. Also das wäre ja doof, wenn das so anders wäre. Ja, ja klar. Weil die Leute kommen auch tatsächlich von Gott weiß wo, um diesen Geburtstag zu begehen. Deswegen muss ich mir mal überlegen, wie wir das denn jetzt tatsächlich machen. Also wir werden am Montag anfangen zu proben. Aber das ist bei uns immer auch alles im Fluss. Und so eine Geschichte, so ein Setup und so eine Setliste entwickelt sich tatsächlich eigentlich auch beim Proben. Klar ist eine Grundstruktur da, aber wie wir das genau machen, wissen wir eigentlich immer noch nicht. 70 plus 1. Ja. Schauen Sie zurück? Ich schaue sehr gerne zurück. Man darf natürlich nicht allzu oft zurückblicken, in den Rückspiegel gucken, sonst baut man einen Auffahrunfall. Also ab und zu auch mal nach vorne gucken wir auch nicht schlecht. Und was ist Ihnen wichtig? Was ist Ihnen heute noch wichtig? Also zurückblickend muss ich wirklich sagen, dass ich unglaubliches Glück gehabt habe, dass ich mein Leben bisher so verbringen durfte. Ich bin da wirklich sehr dankbar für. Weil wie es nach vorne geht, wir müssen für unsere Kinder und Enkel, unsere Nachfahren eine lebenswerte Welt erhalten. Wir können nicht so tun, als wenn wir noch eine andere im Kofferraum hätten. Deswegen finde ich auch diese ganze Bewegung von den jungen Menschen, Fridays for Future, finde ich großartig, weil wir müssen denen noch helfen. Weil ich werde es nicht mehr erleben, aber die müssen mit dieser Welt klarkommen. Und besser ist, die ist lebenswert. Haben Sie das auch so Ihren Kindern vermittelt, dass sie sich engagieren? Ja, klar. Also meine Kinder sind auch alles politische Menschen. Die wissen schon, worum es geht. Das ist ja immer, man muss das ja immer in der Waage halten, dass man die Lebensfreude vor lauter schlimmen Sachen, die auf der Welt passieren, nicht irgendwie abbaut, ihnen aber auch trotzdem reinen Wein einschenken. Also wenn man immer nur alles uplifting, alles ist super, alles ist klasse, das stimmt ja nicht. Man muss es facen. Man muss es wirklich sehen, was abläuft und sich dementsprechend verhalten. Und es wird ja jetzt auch dann viel passieren bei Ihnen und aber auch noch hier bei uns im RBB. Das war es jetzt schon auch mit Studio 3 in dieser Woche. Aber es geht natürlich weiter bei uns im Programm auch mit dem Riverboat heute Abend. Und dann am Sonntag aber auch mit einem Benefizkonzert, das der RBB live überträgt. Ab 20.15 Uhr das Benefizkonzert Sound of Peace. Und am Montag, da begrüßt Christian Matte hier die beiden Schauspielerinnen Barbara Schnitzler und ihre Tochter Pauline Knof. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie jetzt mit dabei waren und dass Sie mit dabei waren. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Ihnen schönen Abend. Bis bald. Danke. War so schön, dass Sie da waren.